Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring steht an und McLaren war so gütig, mir für mein Heimrennen ein klitzekleines Upgrade-Paket zu schnüren. Wer das Ende der letzten Folge gesehen hat, der weiß, dass dieses klitzekleine Upgrade-Paket gar nicht so klitzeklein ist, denn wir haben ein bisschen was geforscht, ja, und zwar genau gesagt, zwei große Upgrades beim Antrieb, zwei kleine Upgrades bei der Aerodynamik und nochmal zwei kleine Upgrades im Chassis. Also in der Summe sechs neue Upgrades. Und wenn wir da mal auf den Verlauf schauen, gerade vom Sprung vom letzten Rennwochenende von Großbritannien nach Deutschland, ja, da haben wir nicht nur Haas und Renault überflügelt. Nein, der McLaren soll jetzt angeblich sogar das viertstärkste Fahrzeug sein. Und ja, das ist schon mal auf jeden Fall eine Ansage. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob jetzt das Fahrzeug wirklich so performen kann. Und das finden wir ja am einfachsten raus, indem wir jetzt einfach direkt ins Qualifying gehen vom großen Preis von Deutschland. Heute begrüßen wir Sie aus Deutschland zum Qualifying auf dem berühmten Hockenheimring. In den nächsten Minuten wird die Ampel in der Boxengasse grün und dann geht's los. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying-Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. In Großbritannien auf dem Silverstone Circuit ist mir ja ein wahres Zauber-Setup gelungen. Ob mir das jetzt hier wieder gelungen ist, weiß ich selber nicht, weil ich tatsächlich bis zum letzten Training, bis zur letzten Trainingsminute noch am Setup geschraubt habe und es gar nicht mehr so richtig testen konnte, ob das jetzt funktioniert, weil ich habe es zwar relativ schnell geschafft, ein Setup hinzubekommen, was sehr schnell auf eine Runde ist, aber dann haben wir wieder das berühmte Problem, wie zum Beispiel in Kanada, dass dann das ganze Ding im Renntrim nicht mehr so gut funktioniert. Und deswegen habe ich die ganze Zeit so versucht, so sowohl ein schnelles Setup als auch ein stabiles Setup hinzubekommen, so eben wie in Silverstone. Ja, ob es mir gelungen ist, ich weiß es nicht. Wir fahren auf jeden Fall Aerodynamik, eine relativ ausgeglichene Sache, 5-6er Flügel. Ich denke, alle meine Probleme wären gelöst gewesen, wenn ich 7- oder 8er Flügel gefahren wäre. Aber dann würde mir natürlich wieder die Speed auf der Geraden fehlen. Also wie gesagt, ein stabiles Setup, schön und recht. Es muss aber auch schnell sein. Deswegen, da muss man irgendwo die Mischung finden. Wo ich sehr viel dran rumgespielt habe, war tatsächlich der Aufbau der Radaufhängung. Also halt Sturz, Spur und so weiter. Und ja, da ist irgendwie jetzt dieses Konstrukt dabei rausgekommen. Sehr viel Spur, sehr viel Spur hinten auch. Das hat sich tatsächlich in den vergangenen F1-Spielen immer als Mittel erwiesen. Wenn es gar nicht lief in Hockenheim, dann damit hat es immer funktioniert. So habe ich es jetzt auch hier probiert, ob das wirklich jetzt so ist. Man wird es rausfinden. Bei der Radaufhängung jetzt auch nichts mega krass dabei. Eine gleiche Aufhängung vorne so wie hinten. Das hat sich auch so ein bisschen jetzt bewährt, dass man hier schon ein bisschen mehr auf die Stabilität achtet und dann eher über die Stabis versucht und auch über die Bodenfreiheit so ein bisschen das Einlenkverhalten zu beeinflussen, beziehungsweise bei den Stabis halt natürlich mehr das Kurvenverhalten anstatt das Einlenkverhalten. Ja, Bremsen ist jetzt auch nichts Neues und Reifen eigentlich auch nicht. Wir fahren ein bisschen mehr Reifendruck, um einfach da, ja, die Reifen ein bisschen härter ranzunehmen, dass sie einfach direkter sind. Ich finde, man hat gerade in Hockenheim sehr schnelle, ich will nicht sagen Lastwechsel, aber man hat sehr schnelle Einlenkphasen und da hilft natürlich auch ein etwas erhöhter Reifendruck. Nicht zu hoch, weil sonst würde es zu sehr auf den Reifenverschleiß gehen. So. Das soweit zum Setup und ich würde sagen, wir lassen die Zeit mal wieder erstmal vergehen. Gucken mal, was die Konkurrenz auf der Zeiten gefahren hat oder fahren wird. Und da sehe ich schon, die Zeiten sind schon sehr, sehr schnell. Okay. Ich meine, klar, man fährt jetzt wieder mit der Maximal-Spritmischung, nicht mit dieser fetten Mischung. Da wird es natürlich schneller. Aber meine Trainingsbestzeit, und die war schon wirklich krass gut gefahren, war eine 13,9. Norris fährt jetzt hier schon mal 6 Zehntel schneller.
Okay. Ja, wir werden es rausfinden, indem ich jetzt nämlich einfach rausgehe. Da bringt jetzt auch nichts, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken. Oder ins Kiesbett zu stecken, um im Motorsport-Schankort zu bleiben. Ja, ich weiß, der war schlecht. So, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Wir gehen raus. Und ich hoffe, ich habe jetzt echt am Schluss nichts am Setup mehr rumgepfuscht. So oder so können wir uns auf jeden Fall jetzt über dieses riesige Upgrade freuen. Ja, ich denke, der McLaren ist jetzt auch nicht mehr ganz so langsam. Also, ich glaube, das hat schon so ein bisschen was gebracht. Ein bisschen mehr Power. Eben Aero wurde jetzt ein bisschen schon geschraubt. Ich meine, da wird noch mehr noch gemacht werden. In den nächsten Upgrades, also gerade Aero und Chassisabteilung, das sind die nächsten großen Ziele, das Fahrzeug da auf jeden Fall nach vorne zu bringen. Weil sonst kriegen wir irgendwann eine Debalance rein, kann man das so sagen. Also das Ganze wird halt unbalanciert sein und das wollen wir natürlich nicht. Weil Power schön und recht, aber ja, es bringt natürlich nichts, wenn man das Fahrzeug nicht um die Kurven bekommt. Deswegen schauen wir jetzt mal, was wir da so hinkriegen. Oh, Sprit habe ich gar nicht aufgehört. Oh, ich habe viel zu viel Sprit dabei. Naja, ich hoffe mal, das reicht trotzdem. Jetzt habe ich jetzt ganz vergessen, den Sprit umzustellen. Wäre jetzt peinlich, wenn es jetzt wegen dem nicht reicht. Dann können wir hier aber schon mal auf Max gehen. Sonst, ja, wird das nix. So, volle Konzentration. Ich bin mal still und konzentriere mich, damit wir jetzt nicht schon ganz peinlich im ersten Qualifying scheitern. Ja, siebter, eine 13,5. Ist auf jeden Fall besser als die Trainingszeit. Und dies, ja, das war überhaupt keine gute Runde. Zudem, wir waren zu schwer. Ein paar Kilo. Also ja, alles gut. Ich glaube, wir sind noch auf jeden Fall im Soll. Und die Zeit sollte auf jeden Fall auch reichen. Deswegen lassen wir die Zeit mal beschleunigen. Aber ja, Norris hat da... Boah, guck mal, der hat nochmal eine Mega-Zeit gesetzt. Eine 13,1. Hui. Okay. Bei Norris läuft. Bei mir noch nicht, aber reicht. Neunter ist okay. Hamilton hat Mediums genutzt und hat es gerade noch so reingeschafft. Ist irgendjemand Krasses raus? Nee, oder? Nö. Alles ganz cool. Machen wir direkt weiter. Verlieren wir keine Zeit. Gehen wir ins Q2. Und jetzt kommt was vielleicht jetzt vielen von euch nicht so gefallen wird. Aber ich werde es trotzdem durchziehen. Und zwar, ich werde auf die Mediums gehen. Die sind eine Sekunde langsamer und damit werden wir wahrscheinlich es nicht schaffen, ins Q3 zu kommen. Aber ich will auf jeden Fall auf Mediums das Rennen starten. Und deswegen muss ich das riskieren, mit Mediums ins Q3 zu kommen. Es kann sein, dass ich es nicht schaffe, aber ja, ich versuch's einfach mal. So, wir nehmen weniger Sprit mit. Und ich lasse mal die Zeit vergehen und dann fahren wir... Lass mich mal überlegen, lass mal erstmal ein bisschen die fahren. Ich will nicht den Fehler machen wie in Silverstone... Deswegen fahren wir mal vielleicht, dass ich zwei Runden noch hinbekommen. Bei 3 Minuten raus, bei 4 Minuten. Ich weiß nicht, ich habe halt das Gefühl, ich könnte Verkehr bekommen, wenn ich es schlecht time. Na komm, ich warte jetzt nochmal ein bisschen. Ich gehe jetzt raus.
Also, was brauche ich denn für eine Zeit? Eine 13,6. Werde ich niemals schaffen mit den Mediums. Egal, ich versuch's trotzdem. Weil ich glaube einfach, dass man nicht, wenn wir auf den Softreifen starten, werden wir es nicht schaffen, eine Einstop zu fahren. Und die ist deutlich schneller, diese Einstop-Strategie hier. Und deswegen ist mir gerade egal, auch wenn ich weiter hinten starte, das nehme ich in Kauf fürs Rennen. Und ja, deswegen gucken wir mal. Aber jetzt schauen wir erstmal, was für eine Zeit ich schaffe mit den Reifen. Also ich müsste ja jetzt theoretisch eine 12,5 fahren mit den Soft, damit ich mit den Mediums, weil die ja eine Sekunde langsamer sind, eine 13,5 schaffe. Also ja, mal gucken, ob ich das schaffe überhaupt. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Okay, also es kommt kein Regen. Im Training hat es nämlich auch immer wieder mal zwischendurch geregnet, deswegen konnte ich auch alle Trainingsprogramme nicht so abspulen, wie ich gerne wollte. Und das hat vielleicht auch nicht unbedingt geholfen bei der Setup-Findung. Volle Konzentration. Ja, scheiße, zu weit. Zu viel Schwung verloren. Ja. Nee. Also das wäre jetzt umgerechnet 13,0, ne? Also wenn die jetzt wirklich eine Sekunde langsamer sind. Ja, ich habe es probiert. Also wie gesagt, es war fast schon abzusehen, dass ich es nicht schaffen werde mit den Reifen. Ich habe es probiert. Ich weiß, es ärgert jetzt wahrscheinlich ganz viele, weil sie sagen, hey Mann, du verspielst hier eine gute Startposition, 14er, das ist ja richtig schlecht. Aber okay, we're currently in the drop zone. We need you to move up into the top 10 or we won't progress to the shootout. Aber wie gesagt, ich behaupte einfach, im Rennen haben wir einfach die tausendmal bessere Strategie. Ich kann jetzt, glaube ich, auch zurückspringen. Und damit tut's mir leid. Ein sehr kurzes Qualifying heute. Weil, ja, ich bin auf jeden Fall raus. Gucken wir gerade nochmal. Ja, fehlen uns halt eine halbe Sekunde. Ja, Vettel hat es auch probiert und ist raus, wenn ich das richtig sehe. Klar, man hätte jetzt natürlich die Soft nehmen können. Das wäre natürlich Überlegung gewesen, die Soft nehmen und dann die Zeit so perfekt abpassen, dass man halt Elfter wird, ne? Aber ja, ist jetzt egal. Jetzt ist eh vorbei. Dazu muss ich stehen. Ja, aber ich glaube, fürs Rennen ist es einfach die bessere Strategie. Vettel hat dann doch noch eine Zeit gesetzt, er wo hat es nicht drauf angekommen lassen. Ja, wie gesagt, 14er ist also Norris mega stark. Mal gucken, wo er dann in Q3 landet, das erfahren wir natürlich erst am Rennen. Und ja, viel habe ich dazu nicht zu sagen, wir gehen zurück. Ganz kurz zur Folge heute. Aber ja, es wird
das Rennen heute natürlich auch noch geben. Also, das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Es ist jetzt nur so ein kleines Warm-up fürs Rennen. Und wie gesagt, das hat alles eine strategische Natur. Ihr könnt mich hauen, ja, ist mir egal, wenn ich am Ende im Rennen dann vor den meisten da vorne stehe, vor allem vor unserem Teamkollege stehe, dann können wir alle sagen, okay, der Ray hatte recht mit der Strategie, das hat schon so gepasst, das war schon richtig so. Und deswegen schauen wir einfach mal. Teamziel ist ja trotzdem erreicht worden, dass wir aktuell 14er werden im Quali, das habe ich noch erreicht. Siehst du, das ist erfolgreich gewesen. Gut, Leute, dann ja, bin ich schon wieder raus. Kurzes Reinschnuppern. Wie gesagt, das war das Warm-up sozusagen fürs Rennen. Vom 14. Startplatz geht's rein. Gut, vielleicht kriegt der ein oder andere noch eine Crit-Strafe, aber naja, so oder so, es geht von weiter hinten ins Rennen. Und ich glaube, es wird eine sehr actionreiche Schlacht. Und ich denke aber auch, über die Strategie geht's richtig weit nach vorne. Gehe ich davon aus. Mal gucken. Also, tschüss und bis gleich zum Rennen.